Ja. Doch, ja! Das Safety Car! Yeah! Aua! Diese Runde ist mal keine neue. Was, Aua? Gestellt. Ich war noch nicht mal in der Nähe. Das ist doch besser so. Achso? Okay. Wo bist du jetzt? Ne? Ein Meter hinter dir. Ich fahre die Adi. Also, mach dich da mal weg, bitte. Ja, ich bleib jetzt hier links, gell? Oh, lass doch diesen blöden Frontflügel dran. Ja, okay, gut. Meine Güte. Mann, was mach ich denn? Brenn, ich hab verbrennt. Ah, was macht ihr denn da? Okay, dankeschön, Christoph. Kriegst du auch Punkte Euro. Von mir? Kannst du meine Punkte in Flensburg haben? Nein, Quatsch, ich hab nicht mal einen Führerschein. Wow! Ich mach den erst ein, weil ich jetzt 16 geworden bin. Komm schnell, neuer Flügel, lass mich raus! Lass mich raus! Oh Gott, ey, das darf doch nicht wahr sein, das ist Johnny. Box, das ist Johnny, ja. Nee, Johnny, du kriegst auch einen neuen Flügel, ne? Nein, hab ich. Tom ist. Komm, Tom, packen wir mal. Christoph, fahr an die Box, okay? Tom, musst du noch Straf absetzen? Nee, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Hab ich aber auch gewundert. Ich bin in die Mauer gefahren, da fällt nicht. Genau, dass du mich gerammt hast, kannst du mich vorbeilassen, aber egal. Nein. Was ist denn mit meinem Auto los? Christoph, fahr an die Box. Oder lass mich vorbei. Oder fahr in die Wand. Das mein Auto fährt sich sowieso gerade komisch. Oder fahr in die Wand, genau. Du, ich habe jetzt hier in diesem Rennen schon zwei Berührungen gehabt. Das reicht mir wirklich vollkommen. Oh, Alter, ich krieg hier einen Anfang. Oh, Christoph! Oh, geh weg! Geh weg! Oh, nee. Oh Gott, mein Auto fährt sich ganz komisch. Ja, das sehe ich. Aber ich habe da noch einen Frontflügel dran, oder? Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Hast du fixiert einen Reifen? Mir zeigt er nichts an. Ich habe auch als Grafik noch einen Frontflügel. Ich habe keinen Reifenschaden. Jetzt reite ich auf dem letzten Platz rum. Was ist das denn? Was soll die Scheiße? So. Ich brauche endlich mal wieder eine gute Runde hier. So, die nächsten beiden an der Box. Was ist denn aktuell deine beste Runde, Tom? 1,44. Glatt? Ja. 1,48, also. Wodurch, das ist meine erste, nee, meine zweite Runde auf weicheren Reifen. Gucken wir mal. Wie schaut's denn vorne aus? So. Noch ein ganz verführender. Ich hab einen Vorsprung von 27 Sekunden. Boah, du musst doch an die Box. Ja. Wow! Ja, komm, Safety Car! Yeah! Da kommt nicht mehr raus. Doch. Nein, Safety Car. Du kommst. Da war eine Wand. Frage, wo hast du deine Tarasse gelesen? Dritter Sektor vor. Also warum kommt das Ding jetzt im Hintergrund? Ja! Das Safety Car! Yeah! Es geht doch! Safety Car! Na, endlich! Endlich! Sehr gut! Christoph, du kriegst einen Keks! Christoph bekommt einen Keks! Hier, warte, Tom, ich sag dir, wo ich mich nicht hab, ne? Komm, ich so. Deine ganze Schachtel. Tom, wir geben ab jetzt immer 10 Punkte Bonus für jemanden, der Safety Car macht. Oh, krass, ey! Ja, damit wird das mal richtig spannend! Ich kann schon vorbei, ich sag dir mal, wo ich mich zerschellt habe. Gemisch 1, wenn ich an dir vorbei bin. Gut, dass das Safety Car rauskam, bevor ich über die Stadt hier gefahren bin. Gehört dazu, dass im Hintergrund auch mal Werbung kommt oder so? Jetzt. Bei mir kommen Werbungsstimmen irgendwie. Werbungsstimmen? Ja, im Hintergrund. Okay. Was zum Beispiel? Okay, Gemisch 1, jetzt kann ich vorsichtig fahren. Mal gucken, ob wir und überhaupt. Und eine neue schnellste Rennrunde setzen. Mal gucken, ob wir überhaupt zu Ende fahren können. Ja. Achtung, ey, gleich kommt die Stelle, Tom. Damit hatten wir endlich alles hier in der Aufnahme wieder. Ja, ist doch gut. Ja, freut mich auch total. So, Sean. Viel Spaß. Alle richtig glücklich hier über die Safety Car Phase. Bis auf Sean. An der alle außer Sean. Tom. Ja, wie bist du denn? Achso, okay. Wo eben dieser orangene kleine Strang ist. Ganz vorne irgendwo. Bei der Brücke. Nicht an der Brücke. Dritter Sektor. Hallo, Sean. Lange nicht gesehen. Jakob hat gefragt, wo das Safety Car ist. Bei der Brücke. Ach, da ist er. Ja. Da habe ich bei meiner Brücke zerschellt. Ja. Schon lange nicht gesehen. So, ich würde sagen, darauf trinken wir einen. Prost. Das kennen wir ja irgendwoher, ne, Christoph? Vor 4 Tagen oder 5 Tagen? Ja, ja, das stimmt!
Stimmt, du hast mir doch das Bild geschickt. Guten Tag. Mit der Safety Car Phase. Ja, stimmt. Da hat Tom mir noch geschrieben im Social Network. Ja. Weil wegen Product Placement dürfen wir ja jetzt keinen Namen sagen. schön, dass du trainierst. Ich so, ja, wie du merkst, habe ich das Safety Car ausgelöst. Hallo Patrick, oh, nicht gesehen. Aber ja, trotzdem hat was gebracht. Hat was gebracht, sieht man ja. Also gestern im Training bei unserem 100% Rennen gab es auch ein Safety Car, allerdings nicht von uns verursacht. Ich ja, weiß nicht. Ich habe eine KI so gedreht, dass sie die Safety Car Phase ausgelöst hat. Ach so, okay, schön zu wissen. Ah, da war ich schon raus. Alter, aber was hat ein geiles Rennen. Ja. Jetzt wird's aber richtig heftig, Mike. Schalt auf Fett, ne? Ja. Auch auf Fett schalten. Warum auf Fett? Mal zu reduzieren. Ja, um Gewicht zu reduzieren. Und außerdem sind nur noch 4 Runden. Na ja, trotzdem. Noch eh nicht mehr. Sind alle hinter uns? Ja, sieht gut aus. Nee, nicht Johnny fehlt noch. Oh. Ach, Johnny kommt gleich noch. Meinetwegen können wir restarten. Oh Gott, also Johnny ist da. Safety Car. Jetzt wird's interessant. Safety Car kommt erst in Runde 11 rein. Ja. Echt? Oh gut, ich ja, gehe dann mal zwischen. Ich gehe zwischendurch nochmal auf Klo. Das wäre jetzt schon drin gewesen. Die Stimmen sind wieder. Wäre jetzt schon die Meldung gekommen. Alter, ich hab Arsch, jetzt was los. Oh Mann. Wie in Meldung. Tom weg, Bang. Also, das könnte jetzt heftig werden, ne? Positiv und negativ. Jesse, du bist zwar hinter mir, aber ich kann das Tempo angeben. Oh, ja. hier fährt Rettungswagen. Boah, ich hab keinen Bock mehr hinter dem Safety Car rumzugurken. Oh, komm, fahr rein jetzt schon, bitte. Was war denn das gerade? Ja, Unfall von Christoph Weber. Christoph Weber Lebensgefahr. Ihr das überrascht. Christoph, fahr mal an die Box. Fahr mal bitte jetzt an die Box. Keine weitere Runde. Komm. Christoph will auch mal die Führungsrunden genießen. Ja, ne, der genießt das richtig hier. Wollen wir nächste Runde in die Box fahren? Warum fahre ich eigentlich neben der Ideallinie? Ach, egal. Das frage ich mich auch gerade. Was war das? Schön, dass ich mein, wenn wir jetzt gleich in die Box reinfahren können, Mausi, dann können wir ganz schnell fahren. Schön, dass die Hinterreifen kalt werden und man sie nicht aufheizen kann hier. Ja, wenn ich die anderen konnte fräsen. Oh, Tom, was soll das? Aufwärmen. Nicht nur die Hinterreifen. Was heißt das eigentlich, wenn das FDK jetzt oben kurz am Blinken wird? Follow me. Bei Grün heißt das, kommt da glaube ich rein, oder? Ich glaube, er hat gerade gesagt, es kommt rein, oder? Bei Grün blinkt, dann darf man überholen. Ja, eben, bei Grün darf man überholen. Und wenn es aufhört zu blinken, dann fährt's rein. Also wenn ich da aus überholen ist verboten. Zum Aufwärmen. Ach nee. Links, rechts. Wir können auch gerade so gut überholen mit der mit dem KI Geschwindigkeit hier. Ja. Ja, ja. Also, ich würde mal sagen, ich gebe mal das Standing durch. Ja. Also, wir haben auf der 1 aktuell Sean mit 0,9 Sekunden Vorsprung. Auf der zweiten Position haben wir dann Kirsty. Ja. Auf der dritten Position haben wir Dirty Chaos aka ja, ist ja gleich in drei Patrick. Jupp. Yep. Auf Position Nummer 4 haben wir damit Zwegert, aka Jakob. Hallo. Auf Position 5 auch sehr gut unterwegs, Aster Driver 25, auch bekannt als Mike. Am Mike. Live und in Farbe. Der ist. Als 6 haben wir The Master of. Nein. Das bist du. Master of All, Tom Philipp Zinker. Und. Also auch Master of Flügel zerstören? Ja, das hast du sowieso gesagt. Und auf der 7 haben wir dann meinen Teamkollegen Johnny aka Jonas und ich bin 8er. Ich. Lenkt. Ja, Jonas ist, glaube ich, der Einzige, der nicht versucht, die Reifen aufzuwärmen. Er fährt gerade das Safety Car, ja. Ich bin das Safety Car und, ja, Schatzi, wollen wir jetzt auf der 1. Christoph, Safety Car. Du nimmst ja weiterhin einem Rennen. So, Christoph, du kannst jetzt reinfahren. Das Safety Car erlebe ich gerade. Schatzi sagt. Ach, jetzt wärmen schon auch Reifen auf. Aber dann können wir Gas geben. Bringt doch eh nichts. So, mal ein Screenshot. Also jetzt fährt's aber rein, ne? Ja, das fährt jetzt rein. Ich hab auch nochmal einen Screenshot gemacht. Weißt du, vor 2 Jahren so... Ich werd's jetzt mal wieder kriegen. Ich glaube, das fährt rein. Obwohl das Blinken an nichts zu sagen. Fahr rein. Es fährt rein, ganz sicher. Ist so langweilig hier. Ja, so weit geht rein. So, Mike, bist du bereit? Oh, jetzt bremst der Lappen, ey. Oh, Mike, Alter, wie nah. So, jetzt geht's ab. Wir schauen uns den Restart aus der Sicht von Sean mal an. Ansicht von hinten. Da haben wir ihn. So, Sean darf jetzt gleich das Tempo bestimmen. Überholt werden darf erst ab Start und Ziel. Nein, ab der Safety-Car-Linie. Nein, ab.
Ab Start und Ziel. Hier gibt's keine Safety Car Linie. Echt? Aber guck mal, glaubt davon gibt's eine. So, ich bin jetzt meine Freunde, komm schon. Oh, Sean, was machst du denn? Der macht den Wettel. Gleich gibt er Gas. So, und wenn Green Flag das kommt, Safety Car ist weg. Da hinten ist noch die Linie. Freunde, ich bin ein bisschen nervös. Ja, Tom, du bist gleich an. Meine Hände flattern wie sonst. Green Flag, go, 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 go. Boah, erstmal voll verbremst, letzte Kurve. Ich auch. Ich leider auch. Na super, ich bin jetzt schon weg. Oh, was für ein Scheiß. Ja, ich hatte Kerzen unterbrechen, also. Ah, Mike! Was? Ich hab noch nicht kennen, dass er sie berührt. Ich war. Oh, was ist jetzt? Also. Jakob ist aber ich weg. Nein! Oh Gott, ich hab die. Oh. Mein Frontflügel ist zur Hälfte abgeflogen gerade. Tut mir leid, Jakob, aber. Ich Gott sei Dank. Dafür. Ja. Aber du hast keine Strafe, oder Mike? Komplett. Nein, ich habe nichts. Das wäre doch die Höhe hier. Ich bekomme eine Chance. Die Höhe? Du hast mich auf den letzten Platz katapultiert. Die linke Seite ist weg, Christoph. Die linke Seite. Echt? Von mir aus gesehen, links. Nee, ist gerade abgeflogen. Ich bin Vierter, ey. Das wäre eine super Ziel. Warum soll doch Vierter werden? Ich bin Fünfter, aber ich habe Angst, dass ich jetzt einen Fehler mache und Johnny dann da ankommt. Ja, wenn ich jetzt einen Fehler mache, bin ich auch durchgereicht. Ja. Also so, wir schauen uns jetzt mal diesen Dreikampf hier an. Zwischen Sean, Kirsty und Dirty Chaos. Alles na, Patrick sehr kann dahin gerne noch ein bisschen mitfahren. Aber wirklich nicht, ich bin auf Distanz. Alle sollten im DRS-Fenster sein, obwohl Patrick da hinten. Hallo? Gibt aber keinen DRS. Doch, Patrick ist noch. Aber er gibt noch nicht. Aber Kirsty ist auf jeden. DRS gibt es erst letzte Runde, oder? Ja, es könnte. Na, ja doch, könnte letzte Runde was werden. Letzte Runde gibt's DRS nochmal. Davon gehen wir alle Stück raus. Oh Mist, ey. Ist so, Tom? Und du hast das Rennen schon abgeschrieben. Ja, unglaublich. So, vorletzte Runde. Das wäre eine richtig geile Platzierung für uns. Jetzt bin ich raus als aus dem Team. DRS-Fenster. Das wären 25 Punkte für uns beide. Boah, richtig stark. Das schaffen wir. Ja, 25 holt schon alleine. Ach, ist mir egal. Oh, erste Kurve, kacke Mann. War das knapp wieder hier. Oh, ich würde gerade mal nur 22 Punkte holen, Mike. Bitte? Ich würde nur 22 Punkte holen. Ach ja, richtig, entschuldige. Nehmen wir noch 15 Punkte. Ich werde nur Dritter. Dann noch ist nichts entschieden. So, da vorne, wir gehen jetzt auf den Zweikampf zu. Kirsty und Dirty Chaos, weil die sind jetzt richtig dicht beisammen. Ja, der John, kann gerne der wieder gehen. Vorne fährt da weg, da wird auch, denke ich mal, nichts passieren, außer er macht einen Fahrfehler, aber dann passiert aber, ne? Der geht dann Raum also, durch den ganzen Valencia macht gerne Channel Fehler. So, jetzt sind wir gespannt. Oi, durchgedriftet ist hier der Kirsty, das sah hammer nice und hier wieder. Jetzt bin ich durchgedriftet. Ja, oh, hammermäßig, dass er das abgefangen hat. Also die Hinterreifen sollten jetzt hier auf Temperatur sein. Patrick, denkt ja, jetzt, mach jetzt hoffentlich einen Fehler. Und er kommt dran. Er kommt beim Bremsen ran, aber beim Rausbeschleunigen, da sieht's aus, als wäre der Kirsty im Kannst du einfach mal die Klappe halten, das nicht. Ich will dich ablenken. Merke ich. Oh, Sean hat einen Fehler gemacht. Weil das mich auch nervt. Safety Car habe ich gehört. Gut. Christoph, mach weiter. Christoph mach weiter. So, auf jeden Fall. Oh, meine hört drauf, ey. Eine Chance habe ich noch. Scheiße, was mache ich denn jetzt hier? Auf jeden Fall kommt Patrick jetzt ran und jetzt sollte DRS aktiviert sein. Ja, der oh, ist jetzt wieder aktiviert. In der letzten Alter, hab ich gerade abgekürzt. Letzte oh Gott. Runde. Letzte mir ist richtig schlecht geworden. So, diesmal bremse ich hier extra früh. Boah, Beine, Andrea, Alter. Nein, das ist die letzte Runde, komm. Kirsty gibt jetzt alles, das sehen wir richtig. Schauen wir vollkommen recht. Und Patrick. Das wäre doch ein Erfolg. Oh, und Patrick versucht den Fehler von Kirsty auszunutzen. Aber es klappt nicht. Hier ist sehr eng. Oh, Alter, wie eng ist denn das da vorne noch? Ich gehe davon aus, Tom hat weiche Reifen. Ja. So, wir gehen mal zu Sean, weil das wird jetzt richtig spannend. Ja. Jetzt mit DRS. Flüge sind offen bei Kirsty. Wird's der Führungswechsel? Echt? Positionsswitch, oder? Junge. Ist gut, ne? Haut euch raus, haut euch raus! Christoph, quatsch irgendwas, um sie abzulenken! Komm schon! Nee, nee, lenk Tom ab, bitte! Ich will vor den. Er gewinnt. Lass mich in Ruhe.
Noch ist noch. Wir sind auf der 1. Wir sind auf der 1. Auf der 1 haben wir schon. Auf der 2 Cassie und auf der 3 immer noch unverändert Patrick. So, eventuell jetzt vielleicht mit einem Haki-Manöver schafft es einer komm, von lass den beiden. Ich nehme 18 Punkte mit und bin glücklich. Ja, vielleicht wären es auch nur 15, wenn Patrick nochmal vorbeigeht. Ach, der macht auch nichts mehr. Ja, bei Patrick weiß man nie. Jetzt beim Anbremsen in die letzte Kurve Haki. Nein, das wären 18. Das war's. Oh, endlich, und endlich darf 15, ich das mal sagen. 15 ja. Punkte gehen an Tricks. So. Oh, Mike, wir haben's. Alter, auf ganz stark. Vier? Ganz stark. Ja. Auf der 4 ist Wolf, Patrick und aber Tom, ich muss natürlich auch Team wegen loben. Gut ab, Tom hat mich schon gelacht. Du hast dich schon nach der Strafe schon aufgegeben, aber ich hab gesagt, nein, das kann ich so nicht akzeptieren. Also unglaublich, in dem Rennen ist aus meiner Sicht richtig viel schief gelaufen und trotzdem noch 5. Platz. Da muss ich mich natürlich jetzt nochmal in aller Form entschuldigen, besonders bei Johnny, als ich ihn da vorne keine abgeschossen hab. Ja, schon hat mich auch ein bisschen nach der geraden. Wir gehen schnell nochmal alle Platzierungen durch. Auf der 1 Sean, auf der 2 Kösti, auf der 3 Patrick, auf der 4 Mike, ich auf der 5, auf der 6 Johnny, auf der 7 Jakob und auf der 8 ist Christoph. Ja, unglaublich, ich glaube, das gab es jetzt noch nie hier. Er schwebt der gerade. Oder habe ich schon mal im Sauber das irgendwie geschafft? Hintereinander? 4. und 5. Nee. Das ist, glaube ich, jetzt Rekord. Ich schau mal kurz in meinem schlauen Blatt hier. Ausruhen. Aber ich habe immerhin meine Position erreicht. Hartstorm das schon mal. Nein, stopp. War aber nochmal gute letzte Runde. Aber du warst jetzt immer in den Händen. Du bist nicht ein einziges Mal überhalb der Top 10 gewesen. Gehen wir mal alles in Ruhe durch. Jakob, genau. Nimm mir bitte deine Platzierung. Letzter, dank dir. Mittlerweile haben wir jetzt 4 Leute, die vierstellige Dingswerte haben. Oh, dreistellige. Cool. Vierstellige Werte. Vierstellig. Du meinst wohl eher dreistellig. Oh, Entschuldigung. Ja, das kann mir auch passieren. Was, bitte. Schon 1000 Punkte? Wie habe ich die bekommen? Ich melde mich mal so ganz leicht hier. Er tappt. Ein bisschen erschrocken. Cheater. Die Adresse findet ihr in dem Impressum. Also wieder mal die Fahrerwertung. Auf Platz 12 findet ihr Pascal mit 6. Auf Platz 11 Louis mit 14. Auf Platz 10 Jonas mit 19. Auf Platz 9 teilen sich Jakob und Christoph jeweils mit 34 Punkte Platz Nummer 9. Auf Platz 7 meine Wenigkeit mit 47. Auf Platz 6 Jakob mit 51. Auf Platz 5 Tom mit 60. Ja. Jetzt kommt's, pass auf. Auf Platz 4, und ich sage das mit einem sehr geringen ihr wisst, was ich meine. Unterschied, Punktunterschied. 4. Tobi mit 101. 3. Patrick mit 106. 2. Kösti mit 112. Ich bin Zweiter. Arschweit vorne mit 165. Und in der Konstrukteurswertung. Oh, das ist entschieden. 6. Ferrari mit 40. 5. McLaren mit 53. 4. Red Bull mit 107. 3. Lotus mit 157. 2. Mercedes mit 179. Und 1. Toro Rosso mit 213. Jo. Also ich muss sagen, ich fand das heute mal richtig schön. Man hat es aber auch gemerkt, wir waren gleich weniger, es war ruhiger und es war trotzdem total lustig. Also mir hat es unglaublich viel Freude bereitet und mit den Platzierungen kann ich auch noch leben. Tippitoppi. Jetzt trifft er nicht mehr. Ah, klasse. 60%. Der Zitronenkuchen ist gleich weg. Genauso wie das Tor. Hops. Haben wir schnell mal ein Stück hier genascht. Achso, da sind gar keine mehr. Na gut dann, reiten wir rein.